er mal wieder so bei uns schneien wird. In Deutschland schneit es, glaube ich, eh noch extrem gut eigentlich. Eigentlich auch nicht mehr so. Weil die Luft da müsst ihr auch mal so richtig runterhauen, Alter. Oh ja, das. Als Zug gemacht werden muss, Alter. Sowas wäre halt geil mal wieder, aber. Schauen wir mal. Vielleicht ja diesen Winter, aber ich denke mal nicht. Ich meine, ja, es ist mittlerweile schon viel früher kälter geworden. Also die Chance besteht schon, aber ich glaube es halt nicht. Ist es bei euch schon kalt? Bei uns ist schon kälter als. Das ist jetzt euer Ernst, ich kann hier nicht runterklettern. Ja, das ist immer so eine Sache, das ist einfach nervig. So, ich mach auf die Kiste. Aufladen. Bist du da raufgeklettert? Ja, wirklich, Leute. Ja, Deckung ist halt nicht so geil. Ne, da oben ist Nulldeckung. Oh, was ist hier? Okay, ein Zwischenraum. Alright. Oh yeah. Ja, fahren. Ah, shit. Was haben wir denn hier? Jetzt haben wir hier so einen Busstopp oder wie Bushalte. Ich hab so ein Buslager, ja. Ah, immer auf die Sniper hier so. Was? I got your back. Got your back. Nice. Ganz hinten, ha? Huh? Mhm. Ich schau mal kurz, ob da oben irgendwas ist. Ne. Nicht mal eine krasse Aussicht. Ne. Du siehst nur in der eine Richtung, wo wir gerade waren. Einfach von Deckung zu Deckung, obwohl hier niemand mehr ist. Jo. Gehen wir mal das Treppen aus. Jo, alles klar! Hockt der einfach da drin. Endlich, oh, vielen Dank. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Agent, ich muss Ihnen nicht mehr sagen, wie großartig Sie sind, aber solange wir hier noch in Funkverbindung stehen, muss ich es einfach loswerden. Geil! Ein großes Vorbild. Und sein Mode und Lifestyle. Vielleicht treffen wir uns mal, wenn das alles vorbei ist. Hui! Den habe ich mir bei Tomb Raider immer noch nicht geholt, diesen Steigbügelhelfer-Dingsbumster. Keine Ahnung. Damit du schnell auf dich an Seilen fortbewegen kannst, das habe ich mir immer noch nicht geholt. Ach so, ja. Kommt wenn alles noch. Ich habe mir dafür lieber das Kommando-Outfit und ein Pistolen-Charlie geholt. Irgendwann weißt eh nicht mehr, was du dann verbessern sollst und dann hast dann am Schluss hast du eh mal das meiste dann. Hey Süßer, du rufst ja früh an. Hey ja, also hör mal, irgendwas läuft hier total aus dem Ruder. Wir müssen raus aus der Stadt, sofort. Was, wovon redest du überhaupt? Hast
kannst du eine Tasche packen, die kleine grüne, nur so das Nötigste. Nicht zu schwer, ich hol dich gleich ab, wir müssen schnell machen. Baby, was ist denn los? Ich kann nicht, also wir können nicht warten, sonst hängen wir fest, sie werden bald die Insel absperren. Okay, ich pack die Tasche. Wir haben wieder so einen krassen Typen hier am Dach liegen. Die anderen zwei unterhalten sich einfach. Ich habe das letzte Foto eh schon bei Steam hochgeladen. Das ist einfach mal jetzt mit sich einfach am Schwanzback. Ah, hier ist noch ein Fahrrad. Naja, okay, ein Einrad. Aber, achso, ein Einrad. Ja, privat. Das hat's nicht mehr da drüben in die Station geschafft. Hinter dir ist noch eine Fahrradstation. Ja, aber das ist aber privat, das ist ja grün. Ja, das ist grün. Ne, das ist hier auf dem Boden. Ja, ja. Okay, die sind alle besser. Okay, dann war das wirklich privat. Oder es war von JTF, weil die sind nämlich auch grün. Oder von der Grove Street, weil die sind nämlich auch grün. Die wären auch grün. Ja, das sind grün. Ich dachte jetzt einen Moment, die Borders waren lila. Pink. Whatever. Die Borders waren violett, ja. Die Vagos waren gelb. Und die Platz waren rot. Ja, die gibt es nämlich auch auf dem Server. Die Grove gibt's auf dem aber Server. Aber die gab es nicht in GTA San Andreas. Nee, natürlich nicht. Aber die Grove gab's. Ich würde sagen, das Schnellste wäre jetzt echt mit der Blitzreise zu unserem Safe House. Weil zum wir Dance erst Run? Genau, ja, weil wir westlich dann erst wieder Einsätze haben. Das heißt, wir sind da dann komplett durch? Ich glaube, ein. Ja, ein Safe House fehlt noch. Camp Clinton fehlt noch. Dann haben wir komplett alles. Alles klar, dann hätten wir schon mal diese Seite. Ja. Schauen wir mal. Und dann fängt für mich Blind an. Andererseits, es wird wahrscheinlich jetzt nicht viel noch anders werden, schätze ich mal. Die Story wird sicher anders. Also die Story-Teile sind halt dann. Ja, aber ich sage mal, viel Story ist da jetzt echt nett. Ne, das stimmt, ja. Pickst du halt einfach ein paar Geschichten halt raus. Aber das war's dann. Okay, das ist wieder raus, oder? Ja. Kein Ding. Dann machen wir mal von oben nach unten. Störung des Waffenhandels. Tenth Avenue. Alright. Ah, hier links haben wir einen Apple Shop. Wo? Ah. Wow, Mano. Fangen wir schon wieder so an, oder was? Ach, Quatsch. An alle Division-Agenten, ich höre von Waffengeschäften bei den Gleisen nahe der 45. West in Clinton. Bitte um Unterstützung. Alles klar, Unterstützung kommt. Boom, Headshot. Warum die erschießen sich gegenseitig? Anfangen, Alter. Oh shit, oh shit. Aha. Das ist ja zu geil. Aufschul. JTF-Verstärkung angefordert. Okay. Ein paar. Okay. Alter. Yo. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Wir müssen ja hier beschützen, oder? Ja, ist aber schon richtig, gell? Ja, was?
dass wir da wieder irgendwo hin müssen oder so. Wie er wegrennen will. Junge, den sind zielsuchend. Die kriegst nicht von der Marsch runter. Störung, das war ein Handel uns. Danke für die Hilfe, Agent. Ah, hier liegt noch ein Waffen zu. Waffenteile brauchen wir endlich, oder? Police. Eine Police. Police Tash. Warte, hoch da jetzt. Maske. Okay, da hätten wir ein paar Gegner, aber die. Wo? Auf der anderen Seite, hier links von dir. Unten. Naja, es ist. Ja, dann go. Oh, oh, Alter! Na, der versteckt sich jetzt hier schön hinterm Auto. Ich komme nicht mehr runter. Ich dachte, ich kann jetzt schön von hinten. Ah, doch, da. Aua, 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 da sind noch Gegner. Aua, aua. Wow. Puff, Bosse, gell? Komm schon! Ja. Hey, wie der trotzdem einfach Dauerfeuer gibt, obwohl. Alter! Scheiße! Komm von hinten welche, ich glaub's nicht! Alter! Schmeiß die Kiste! Hab ich schon. Alter, wie viel sind denn das, ey? Der kommt von oben, von der Brücke. Ah, scheiß Ding da. Ja, jetzt kannst du mich holen. Weiß ich dem, es wäre ja cool, ich kann den Schild von hinten jetzt treffen und auf einmal kommt da irgendwas von der Treppe runter, Alter. Ich dreh mich um, aber da stehen da so drei Leute. Okay. Da machst du nix. Ohne Deckung machst du da echt nix. Kannst du machen, stecken die Finger im Po. Alter, sind da schon wieder Gegner da aus. Wahnsinnig. Alter, what the fuck, Alter. Alter, den haben wir gerade eingenommen hier. Oh, hier. Ausrüstung. So. Ohne Vektor habe ich. Vektor ist cool. Die ist leider schlechter. Das sind schon wieder Gegner. Naja, komm, lass mal. Aber wir müssen da eh nochmal durch. Schauen wir, dass wir einen Landgewinn hier. Aber wir müssen einen Einsatz noch machen und dann können wir eigentlich schon zum nächsten Safehouse. Ja, halt zum selben wieder zurückgemacht gegeben und dann. Ne, dann wären wir eigentlich ziemlich nah am nächsten gleich. Dann können wir hier schön ja, blitzreisen. Dann können wir das blitzreisen, ja. Die Dark Zone müssen wir auch einmal, gell? Bist du auch einmal, genau, ja.
das ist halt PvP-Gebiet. Wir haben Medizingüter in einem Park an der 42. West geortet. Wir brauchen Hilfe bei der Bergung. Handy. Vermisste Vorratskiste geortet. Im schlimmsten Fall sterben wir halt einfach. Ich mach keine Witze. Ich bin's leid, andere Leute im Müll zu. Ich kann nicht mehr U-Bahn fahren, ohne dass mir die Hüften von irgendeiner Tanztruppe vor dem Gesicht kreisen. Taxi, Gott. Ich könnte ebenso gut selbst fahren. Bitte, du weißt, du liebst es hier. Schatz, du bist hier. Und ich liebe nur dich. Das ist was anderes. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Was? Geh doch schneller mit der Dreckskiste, Alter! Ach Quatsch. Das wäre ja jetzt übertrieben. Muss mal schön entspannt sein, wenn mir hier ein Router wieder neu installiert. Das sind nur Vorversorgungsgüter. Ne, wir sind Elektriker. Okay. Sind wir halt Elektriker und das sind unsere Ersatzteile, oder wie? Das ist einfach nur unser Werkzeugkoffer. Okay. Vor allem, das war jetzt also überhaupt nicht irgendwie langweilig gerade. Überhaupt keine Gegner. Ja, du hast die Kiste davor hingelegt. Nee. Ohne Spaß, schau in meinem Stream, die Kiste liegt. Ach lol, die liegt einfach da. Die liegt einfach da. You had one job. Wie geil ist das denn? Okay. Ja, ich seh's gerade bei dem Stream, hängen die alle drei da drin, aber wir nicht alle da. Ich will Ihnen ja keine Umstände bereiten, weil Sie ohne Zweifel eine unglaublich wichtige Persönlichkeit sind. Aber ja, wenn Sie sich darum kümmern könnten, wäre das ein Traum. Ja, schon das, was du möchtest, gern Gangster. Oh ja. Alter, der scheiß Baum ist im Weg. Alter! Nope. Danke. Wir bringen die Medikamente zu denen, die sie brauchen. Na gut, dann ab zum Safe House. Oder müssen wir den jetzt noch machen und dann zum Safe House? Wir können den einen Nebeneinsatz noch machen und dann zum Safe House. Ja, okay. Ich meine, wir müssen den so oder so machen, das wissen wir nicht. Holy shit, was ist denn das für ein geiles Kunstwerk? Wo? Was? Hä? Hinter dir! Achso, das interessiert mich nicht, ich will das Item aus der Kiste haben. Oh Gott, nein! Haben die jetzt geklaut? Hm. Ah. Got company. Holy shit. Ja. Vorrücken, okay, doch nicht, wieder zurück. Ah, den Krieg haben wir schon. Ist ja nicht einer. Junge, komm noch ein Stück nach vorne oder nach hinten, aber ich seh dich da nicht. Lock mal den einfach so raus. Oh Gott, der geht wieder. Wie geil war das? Jetzt bin ich mich einfach an dieselbe Kiste gelegt, in der er saß. Kennst du die nackte Kanone? Genau. Was? Kennst du den Film Die nackte Kanone? Nein, ich kenne den Film Die nackte Kanone nicht. Ah, schade, okay. Da geht's, das ist halt auch so ein, wird alles verarscht Film.
Und da sitzen auch zwei, oder wird halt so ein Schussgefecht einfach so gefilmt. Sie sitzen einfach gegenüber, oder? Ja, beide an der gleichen Kiste wie du jetzt gerade. Denkt man echt so, naja, die sind jetzt keine Ahnung, x Meter entfernt, aber dabei sind sie bei der selben Kiste. Und schießen halt beide daneben einfach. Die ganze Zeit. Eieiei, was ist denn hier alles los? Alter. Neue Kiste hinsetzen. Alter, von wo krieg ich Damage? Von, von oben. Ist down. Ja, der war irgendwie oben da. Oh, natürlich! Alter, wie der sprayt, hey, das ist der Wahnsinn. Richtig übel. Eigentlich jeden Morgen geht mir das so. Was? Dass ich. Ich hab jetzt nicht zugehört. Dass ich es geil finde, dass ich ich bin. Achso, ja. Kiste! Mein neues Zuhause. Mein neues Zuhause. Keine Tür öffnen, die gar nicht schon offen ist. Warum? Ui. Not in service. Mm, okay, alles klar. Oh, hi. Oh, lol. Da ist wieder so einer, der sprayt, ja. Mhm. Oh, jetzt nicht mehr. Ah, jetzt finde ich auch immer so langsam Kleidungsstücke. Ah. Achso. So, ab zum Safe House. Safe, safe, safe. Sind das Feinde? Nee. Alles ist ein Feind. Bist du Feind oder Freund? Deine Mittelfinger. Ah, ein Freund. Kurz drei Ratten killen. Ein als Pocket hat das kaputt gemacht. Wie ein Aufblast wie so ein Ballon, Alter. Alles kaputt. Als Pocket hat das kaputt gemacht. Was? Moment, wieder schon rein? B-Rang 1 erforderlich. Was ist Weltrang 1? Lol, Stufe 30 bis 34? Boah, leck mich Arsch. Sehe ich das richtig? Warte, ich guck mal kurz selber. Ja. Alles klar. Lol, okay. Ja, dann zurück Blitzreisen, oder? Ja. Dante's Run. Warum bist du ein 30er Gebiet? Warum? Ich hab keine Ahnung. Warum macht man denn sowas? Jetzt fragt es die Entwickler. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die eine Nebenmission beim Autumn's Hope Safe House, weil da müssen wir jetzt anscheinend wieder hin. Ja, da können wir nochmal blitzreisen, ja. Können wir eigentlich mal gucken. Aber das Ding ist, wenn ich da einfach auf die Karte noch gucke, was so einfach noch zum Einsammeln wäre, hey, das ist einfach der Hammer. Ja, kannst du nebenbei eine Serie schauen und das einsammeln.
Ja, ist schon heftig viel. Okay, ich habe schon wieder irgendwas markiert, aus Versehen. So, das haben wir abgeschlossen. Ja, würde ich sagen, dann sind wir eh da fertig, oder? Alles doch, da unten klar. Haben wir noch ein Safe House Meat Locker, ganz unten. Da ist noch ein Nebeneinsatz. Geschlossen. Ah ja, genau. Den können wir noch abgeben wahrscheinlich. Ja. Verstehe ich zwar auch nicht so ganz, warum die Einsätze dann noch alle dann auf der Karte angezeigt werden, obwohl wir die eigentlich schon gemacht haben. Aber... Weil du es wahrscheinlich wiederholen kannst, dann auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Wer weiß, ja. Könnte man eigentlich einmal wieder zurück zur Base schauen? Das wäre nicht schlecht, genau. Das rundet das schön ab. Ah ne, dann haben wir es eh 21 Uhr. Ja, das passt ja perfekt. Zufälligerweise. Passt ja. Können wir da noch ein bisschen aufwerten? Also Tech können wir ein bisschen was aufwerten. Also ich kann nur bei Tech was aufwerten. Ah ja, und dann haben wir ungefähr die Hälfte vom Spiel geschafft. Die fucking Hälfte. Ja. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ja, wir nehmen uns ja immer die Spieler, die so relativ so extrem kurz sind. Naja. Kurz mal beim Lumpensammler vorbeischauen, was der wieder für mich hat. Ah, nicht viel. Waffenteile. Bitte blau, wenn es geht. Danke. Läuft. So, da haben wir eh nix. Da habe ich, glaube ich, gerade aufgefüllt. So, ich glaube, da habe ich eh noch zu wenig. Da habe ich noch 120 erst medizinische. Blau, Sicherheit habe ich auch noch zu wenig. Technik habe ich 120. Ah, auch 120 los. Okay, Vorräte habe ich echt gut aufgebraucht, sehe ich gerade. Ja, ich habe auch eigentlich extrem viel. Andererseits weiß ich gar nicht, wenn ich auch irgendwas Neues irgendwie ausbauen könnte zum Ausbilden, würde ich es wahrscheinlich auch nicht nehmen. Mit den Fähigkeiten bin ich auch echt zufrieden gerade. Ja, ich auch. Da haben wir das noch rein. Okay, damit kann ich arbeiten. Sie sind ziemlich bloß, dass die Vorräte weg sind. Ja, habe ich auch gemacht. Weil das, was ich brauche, habe ich schon. Oder das, was ich unbedingt haben wollte. Handschuhe habe ich nur. Pistolen habe ich keine mehr. Da habe ich nichts mehr. Da habe ich nichts mehr. Da habe ich nichts mehr. Da. So, Schlüssel für Behälter haben wir auch nicht. Schade. Dass wir irgendwelche Kisten wieder öffnen könnten. Dann schauen wir noch kurz ins Inventar. Okay. Alles klar. Nehme ich Maske. Kann man auch noch eine bessere bauen. 51. Besten. Wir haben jetzt Level 18, oder? Genau.
Müsste etwa irgendwas Bestimmtes craften. Ja, ich bin halt noch am Craften. Jetzt habe ich keine Ressourcen mehr, wie ich was craften kann. Ich glaube, ich muss da mal ordentlich durchgehen. Ich glaube, da muss ich auch mal gucken. Ich glaube, ich habe noch gar nichts gecraftet. Ja, ich bin nur fleißig dran. Bleibe ich weiter bei dem Präzisionsgewehr? Bei der Jagdversion oder? Stoff, da haben wir doch genügend. Da machen wir doch mal was. Bleib bei meinen blauen Waffen. So, dann werde ich mal kurz da Mods aufräumen. So viel unnützen Scheiß, den ich hier nicht mehr brauche. Rüstung. 23, ja, das machen wir doch auch mal. Zack, wunderbar. Da bin ich überall ganz gut bedient. Ach komm, wir haben genügend Stoff. So, haben wir irgendwas, Beweise oder so, gar nichts haben wir bekommen. Telefonaufzeichnungen über 160, fast 170 Stück gibt's da. Oh, shit, ey. So, jetzt glaube ich auch wieder eine neue, alter Rucksack, ja. Voll, Rudi! Alles klar! Ich verkaufe nur das Beste. Hör damit! Sind Sie auf irgendwas gestoßen? Mods habe ich keine. Skins? Boah, ich habe so ein paar Skins für Rucksäcke, alles klar. Noch welche? Nee. Okay. Dann hätte ich sie mal. Ja, ich wäre auch soweit fertig. Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschüss.